Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Anhörung hat aus unserer Sicht bestätigt, was eigentlich vorher schon absehbar war, nämlich, dass es natürlich sinnvoll ist, dass eine Kommune gefördert wird, wenn sie notwendigerweise ihren Fahrzeugpark erneuert. Und wenn Elektrobusse und sogar Elektro-Pkw nach dem bisherigen Wortlaut gefördert werden können, dann ist ehrlich gesagt nur schwer vermittelbar, warum Elektrobusse auf Schienen, also Straßenbahnen, nicht gefördert werden sollen. Wer Straßenbahnnetze ausbauen will, der braucht mehr Fahrzeuge. Die können dann auch, dann können elektrisch betriebene Fahrzeuge Dieselbusse ersetzen. Und auch das ist sinnvoll und das ist wünschenswert. Das Mobilitätsfördergesetz im gleichen Zug um 20 Millionen €, also um 20% der bisherigen Summe aufzustocken, wie es der SPD-Gesetzentwurf vorsieht, ist eigentlich fast noch der wichtigere Teil, finde ich, des Gesetzentwurfs, weil es wäre auch ein Schritt davon weg, bei der bisherigen Festschreibung zu bleiben, dass 50% der Mittel in den Straßenbau fließen sollen. Denn diese 20 Millionen sollen natürlich dem ÖPNV-Teil zugeschlagen werden. Und das halten wir explizit für richtig, dass es eine Priorisierung der Mobilitätsfördermittel eben für den ÖPNV gibt, meine Damen und Herren. Und da waren sich auch die angehörten Kommunen einig. Ich habe mich gefreut, dass auch ein Vertreter der Stadt Wiesbaden dabei war, obwohl es dort noch gar keine Straßenbahn gibt. Und wir hoffen sehr, dass sich das bald ändert. Denn in der Landeshauptstadt Wiesbaden steht ja in wenigen Wochen, am 1. November, ein Bürgerentscheid über das Projekt Citybahn an. Und wer Wiesbaden kennt und den ÖPNV hier nutzt, der weiß, das Busnetz ist an seiner absoluten Belastungsgrenze. An Stationen wie dem Hauptbahnhof oder Innenstadt kommen die Gelenkbusse teils im Minutentakt. Hier geht überhaupt nichts mehr. Und deshalb ist es sinnvoll, Busse durch Straßenbahnen zu ersetzen. Das bietet mehr Kapazitäten, und Bahnlinien sind in der Regel auch beliebter als Buslinien. Durch größeren Fahrkomfort, mehr Platz und die eindeutige Linienführung haben Bahnlinien eine höhere Akzeptanz bei Fahrgästen als Busse. Und deshalb freuen sich ja auch viele Wiesbadener und Wiesbadener über diese hohe Investition in die Infrastruktur der Stadt Wiesbaden und dass Wiesbaden klimafreundlicher wird und die Verkehrswende hinbekommt. Und deshalb ist es natürlich schon ein bisschen ärgerlich, dass in Wiesbaden ein, ich nenne es mal, etwas schmutziger Wahlkampf geführt wird, mit Lügen über angeblich für die Citybahn zu fällende Alleen auf Plakaten. Ich hoffe, dass die Wiesbadenerinnen und Wiesbadener sich davon nicht beeindrucken lassen. Die Bürgerinitiative Pro Citybahn widerlegt diese Behauptung ja auch sehr überzeugend auf ihrer Website. Und ich habe gelesen, dass gestern die IHK in Wiesbaden sich auch jetzt per Abstimmung hinter die Citybahn gestellt hat. Also, da merkt man schon, dass es jetzt sehr einsam wird um die Wiesbadener FDP. Ich glaube, Sie sind dann wirklich, und selbst bei der FDP im Landtag hat man ja offensichtlich ein paar Sympathien für Straßenbahnen. Also, von daher kann man nur hoffen, dass diese Straßenbahn die Stadt die Chance eröffnet, den Straßenraum neu zu verteilen, die Stadt lebenswerter zu machen, die Mobilität zu verbessern. Alles gute Gründe, um dem Bürgerentscheid einen guten Ausgang zu wünschen und den Wiesbadenern zu wünschen, dass sie ihre neue Straßenbahn dann auch bald einweihen können. Zurück zum Mobilitätsfördergesetz. Auch die 20 Millionen € mehr, die SPD jetzt beantragt hat, löst aber leider einen Geburtsfehler nicht. Die Fördersumme ist ja bereits überzeichnet. Für alles, was es leisten soll, reicht die Summe kaum. Wir reden hier über Fördermittel für Verkehrsinvestitionen in Höhe von bisher 100 Millionen € im Jahr, die infolge der Föderalismusreform mittlerweile aus den Umsatzsteuereinnahmen vom Bund fließen und vom Land weiterverteilt werden. Und diese 100 Millionen € als Ganzes wären für die Verkehrswende dringend notwendig, und sie sind dafür schon knapp genug. Und man muss ja mal, um eine Relation herzustellen,
dass die laufende Verlängerung der U5 ins Frankfurter Europaviertel nach aktuellem Stand etwa 400 Millionen € kosten würde. Nur einmal, um eine Relation herzustellen, wie wenig diese 100 Millionen € eigentlich sind. Und von diesen 100 Millionen € fließen dann eben auch noch 50% in die Investitionen für den Straßenverkehr. So hat es die schwarz-grüne Mehrheit damals beschlossen. Es wäre wirklich ein mutiger Schritt gewesen, wenn man gesagt hätte, im Mobilitätsfördergesetz, wir geben dem ÖPNV die Straßenbahn wird noch bei der FDP diskutiert. Wir machen noch einen Arbeitskreis Straßenbahn. Lassen Sie mal Frau Wissler ausreden, bitte. Also es wäre ein mutiger Schritt gewesen, da einen klaren Vorrang bei der Mittelvergabe einzuräumen. Notwendig ist eine echte Verkehrswende und in den letzten Augenblick mal eben, Frau Wissler. Ich bitte jetzt ein bisschen Ruhe im Saal und um absolute Ruhe auf der Regierungsbank, Herr Al-Wazir. So. Dann. Ja, er ist ja eigentlich alleine auf der Regierungsbank. Er redet ja mit sich selber. Ja, gut. Notwendig ist eine echte Verkehrswende. In den letzten 20 bis 30 Jahren stagniert die Verkehrsinfrastruktur weitgehend. Und deshalb ist es eben besonders wichtig, den Ausbau und den Bau kommunaler Bahninfrastruktur zu fördern, die sonst nicht ohne Weiteres stemmbar wäre. Gemeinden müssen in ihre ÖPNV-Infrastruktur investieren können, gerade auch auf dem Land. Und deshalb mehr Geld in die Straßenbahnnetze ist ein Schritt in die richtige Richtung. Ich finde, da hat die Anhörung auch diese Ansicht klar bestätigt. Und deshalb werden wir dem SPD-Gesetzentwurf natürlich zustimmen. Vielen Dank.